Ja, mein Name ist Lars Schieske, ich bin 45 Jahre alt. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich wohne seit meiner Geburt hier in Cottbus, habe Cottbus nie verlassen. Das liegt daran, dass ich hier tief verwurzelt bin. Ich habe drei Kinder, bin sozusagen glücklicher Vater und genau das hat mich auch in die Politik getrieben. Und zwar, ich hatte Angst um die Zukunft meiner Kinder. Weil seit 2013 wird die Politik auf eine emotionale Ebene gehoben. Wir haben es in verschiedenen Szenarien jetzt gesehen. 2015 gab es die illegale Grenzöffnung aus humanitären Gründen. Wir hatten die Corona-Maßnahmen, wo also die Bilder von Bergamo immer wieder beispielgebend dafür waren. Die waren übrigens fake gewesen, diese Bilder. Sie wurden benutzt für eine Pandemie, die also für die Politik willkommen war. Und wir haben es natürlich auch jetzt mit dem Strukturwandel. Der Strukturwandel ist nichts anderes als eine Deindustrialisierung des Ostens. Und da müssen wir also entgegenwirken. Wir hatten in den 90er Jahren schon mal eine Deindustrialisierung hier gehabt. Viele Biografien waren gebrochen und wir haben trotzdem weitergemacht. Wir haben uns zusammengehalten wir als Lausitzer und haben es geschafft, hier eine herrliche Stadt aufzubauen. Und da müssen wir gegenhalten. Also, da bin ich schon gleich beim ersten Thema und zwar, wir müssen uns gegen diesen politisch gewollten Strukturwandel stellen. Wir müssen zurück zur Reindustrialisierung. Wir brauchen hier mehr Industrie. Und das funktioniert nur mit dem ersten Schritt. Das heißt, wir müssen uns dagegen stellen, dass 2013 der Kohleausstieg vollzogen wird. Die Kandidatin der Bundestagswahl, Frau Mayer-Wallstein, hat es ja gesagt, mit ihr wird es nicht vor 38 Jahren Kohleausstieg geben. Im Koalitionsvertrag steht es drin, 2030 gibt es den Kohleausstieg. Möchte man sagen, was man will dazu. Ich finde das einfach Betrug am Wähler. Cottbus ist die Stadt des Mittelstandes und ich muss Ihnen nicht sagen als Unternehmer, dass wir hier nur Familien halten, junge Fachkräfte halten. Wenn wir diese Verzahnung hinbekommen zwischen Wirtschaft und Familien, Soziales. Wir brauchen hier im Prinzip wieder wohnortnahe Schulen, dass also Kinder sich hier zu Hause fühlen, dass also Kinder hier gern zur Schule gehen, dass also Familien sich gern hier ansiedeln. Herr Schick hat es ja schon angesprochen gehabt, wir sind Gewalthauptstadt 2021 geworden. Mit der Ordnung und Sicherheit ist es hier weit her. Wir hatten 228 Kriminalfälle auf 100.000 Einwohner und sind damit in Brandenburg Gewalthauptstadt geworden. Da müssen wir gegensteuern. Wer will in einer Gewalthauptstadt seine Kinder großziehen? Wer will in einer Gewalthauptstadt sein Unternehmen eröffnen? Wer will in einer Gewalthauptstadt Urlaub machen? Und da müssen wir gegensteuern. Und das geht nur, indem wir die Präsenz des Ordnungsamtes und der Polizei erhöhen. Die Citywache wurde übrigens auf Landesregierung von CDU und SPD 2007 geschlossen. Das muss man auch dazu sagen, das gehört zur Wahrheit dazu. Und wir müssen zurück zu einer Vernunftpolitik. Man muss also Probleme auch ansprechen können und man muss andere Meinungen aushalten können. Das muss eine Demokratie einfach können. Und deshalb habe ich gesagt, will ich mich als Oberbürgermeister stellen. Wir haben jede Menge Probleme hier. Seit 2015 gehen die Leute hier auf die Straße, weil diese illegale Grenzöffnung auch Probleme geschafft hat. Diese Probleme sprechen natürlich auch Menschen an, werden dafür denunziert, werden dafür vom Verfassungsschutz beobachtet, werden davon von Medien niedergemacht. Und sowas darf es in einer toleranten und vielfältigen Stadt, wie sich die Cottbusser gern darstellen, nicht sein. Ich möchte natürlich auch die Digitalisierung der Behörden und der Vereinfachung der Verwaltung vorantreiben. Das heißt, Sie als Unternehmer müssen also auf kurzen Wegen mit der Verwaltung kommunizieren können. Dafür bedarf es einen Umbau der Strukturen innerhalb dieser Verwaltung. Wir müssen also direkte Ansprechpartner haben und einen kurzen Draht zur Verwaltung. Ich hatte schon gesagt gehabt, wir müssen zurück zur Reindustrialisierung. Wir sind Oberzentrum hier in Cottbus, wir sind Mittelpunkt in Europa, wir haben gute Verbindungen rüber nach Breslau, nach Polen, wir haben gute Verbindungen also gute Handelsbeziehungen rüber nach Mitteldeutschland. Was fehlt in diesem Strukturwandel, wenn er dann so kommt, wie es politisch eben gewollt ist, ist die Verkehrsanbindung. Wir brauchen also eine überregionale Verkehrsanbindung. Nach Polen geht es einigermaßen mit der Verkehrsanbindung, aber nach Mitteldeutschland sieht es mau aus. Und da müssen wir also anbinden, man muss sich auf allen Ebenen dafür einsetzen, dass wir also das zweite Gleis bekommen und dass wir eine Autobahnanbindung in Richtung Mitteldeutschland bekommen. Im Übrigen hatten wir uns auf Landesebene dafür eingesetzt gehabt, dass die A13 dreispurig ausgebaut wird, wurde natürlich alles abgelehnt. Ja, wir wollen natürlich mit der wohnortnahen Standort
mit den wohnortnahen Schulen wollen wir natürlich auch die Schulabgänger, die ohne Abschluss, auf unter 1% bringen. Wir liegen jetzt zurzeit bei ungefähr 7%. Das liegt daran, dass also die Corona-Maßnahmen die Bedingungen natürlich verbessert hat für Schulabgänger. Und wir wollen sie unter 1% bekommen. Das geht also nur, wenn also auch die Wirtschaft und Schulen zusammenhalten. Ich stelle mir vor, was ich in meiner Jugend, in meiner Schulzeit miterleben durfte, PA-Unterricht. Die Wirtschaft muss also in die Schulen mit rein. Wir brauchen also wieder die Produktion mit in den Schulen, damit Schüler langsam an die Gewerke herangeführt werden. Und letztendlich sind diese Schüler die Fachkräfte von morgen. Ja, Cottbus ist Mittelstand und wir haben die Stadt hier groß gemacht, der Mittelstand. Ich bin selbst gelernter Energieelektroniker. Ich habe damals im Reichsbahnausbesserungswerk noch gelernt und habe dann ein, zwei Jahre auf dem Bau gearbeitet, bis mich dann der Zivildienst gerufen hat. Ich weiß, dass Handwerker gute Fachkräfte brauchen und für gute Fachkräfte brauchen wir gute Berufsschulen. Seit 1990 gibt es hier im Land Brandenburg keine Berufsschullehrerausbildung. Ich hatte gesagt gehabt, wir müssen also Probleme ansprechen. Und genau das hat zum Beispiel der Verband der Berufsschullehrer angesprochen, dieses Problem. Wir haben es aufgegriffen im Jahr 2020, haben es in den Landtag eingebracht. Und jetzt wird es wahrscheinlich eine universitäre Berufsschullehrerausbildung in Potsdam geben. Wir hätten es gerne hier an der BTU gehabt, weil sie leben letztendlich von den Fachkräften von morgen, von den Schülern. Des Weiteren müssen wir als ich hatte es ja schon in der Einleitung gesagt gehabt, Sie müssen davon profitieren, dass die Verwaltung schlanker wird, dass also kurze Wege letztendlich zu Ihrem Erfolg führen, dass Ihre Projekte durchgesetzt werden können und dafür werde ich mich natürlich auch einsetzen. Wir haben auch, wir sehen es anhand der Zahlen, Cottbus ist nun mal Stadt des Mittelstandes und der gehört gestärkt. Wir brauchen also hier Familien, die sich hier niederlassen, Herr Schick hat es schon gesagt, wir brauchen Familien, die sich hier niederlassen, tief verwurzelt sind und deswegen dürfen wir uns unsere Identität nicht wegnehmen lassen. Wir müssen Lausitzer bleiben, wir müssen Cottbuser bleiben und damit bindet man auch letztendlich Familien hier an unsere schöne Stadt. Ja, also grundsätzlich Ihnen als Unternehmen brauche ich das nicht zu sagen. Also man kann nur so viel Geld ausgeben, wie man zur Verfügung hat. Es sei denn, man nimmt sich irgendwo einen Kredit und belastet den entsprechend und kann nachweisen, dass man den zurückzahlt. Eine Stadt Cottbus ist natürlich auch an Gesetze gebunden und da sind natürlich auch bestimmte Kosten letztendlich damit verbunden. Aus denen kommt man erstmal nicht raus. Aber wir haben es ja schon gehört, die Stadt Cottbus ist auf einem guten Weg, sich zu entschulden. Und das muss man natürlich weiter vorantreiben, gar keine Frage. Aber gleichzeitig muss man also auch sehen, dass man also bestimmte Projekte, wie zum Beispiel diesen Klimawandel, also Klimawandelprojekte, wie gesagt, dieser Klimawandel ist wissenschaftlich nicht belegt, es gibt keine wissenschaftlichen Belege dafür, es gibt immer wieder Erderwärmungsphasen. Ja, das gehört zur Wahrheit dazu, ne? Das ist einfach so, hören Sie es sich an. Deshalb müssen solche Projekte letztendlich auch gestrichen werden, genauso wie auch andere Projekte, also da spreche ich von Integration und so weiter. Wir brauchen also eine stabile Finanzierung und die geht nur mit einer stabilen Bevölkerungsentwicklung. Und da sind wir wieder bei der Familienpolitik. Wir brauchen also Familien, die sich hier niederlassen, die hier arbeiten, die hier sozusagen ihren Mittelpunkt des Lebens aufbauen. Und da heißt es, wir brauchen also eine gute Bildung, eine gute Infrastruktur und wir brauchen also eine Reindustrialisierung, wie ich es erst schon mal gesagt habe, das sind der Schlüssel für eine stabile Finanzierung. Ja, das Image der Stadt. Das Image der Stadt wurde ja durch Altparteien und Medien letztendlich so geprägt. Und diese sind auch in der Verantwortung, dieses Image zu ändern. Weil ganz einfach, der Cottbuser ist so, wie der Cottbuser ist. Er hat eine eigene Meinung, er hat einen eigenen Standpunkt und den darf er auch gerne kundtun. Und daher bin ich nicht der Auffassung, dass wir als Cottbusser uns da ändern sollen und uns dem Establishment anpassen sollen, sondern wir sollen so bleiben, wie wir sind. Dass Cottbus ja trotzdem ein Anzugspunkt ist, gerade seitens der Studenten, wir haben 36% ausländische Studenten, zeigt ja, dass sie gerne hierher kommen und keine Angst haben nach Cottbus, Sie hatten es in Ihrer Fragestellung, braune Anstrich oder irgendwas. Genau mit solchen Worten
schadet man halt das Image. Wir müssen zeigen, dass was wir hier geschafft haben in Cottbus, das in alle Welt rausposaunen. Herr Sicker hat schon gesagt gehabt, wir alle, wir Cottbusser sind letztendlich diejenigen, die das als Multiplikator in die Welt raustragen müssen, dass Cottbus unsere Stadt schön ist. Auch die Medien haben daraus gemacht, dass Cottbus, die Ordnung und Sicherheit zurzeit eben nicht so funktioniert. Und das seit 2050. Ich hatte es gesagt, wir müssen Probleme ansprechen. Wir haben hier eine hohe Gewaltrate von Nicht-Deutschen. Und da, wer will schon Urlaub machen in einer Gewalthauptstadt? Die Lausitzer Rundschau hat diesen Namen kreiert. Falls Herr Schiller wieder nachfragt, warum hier nicht nachgefragt wird, warum ich Gewalthauptstadt benutze. Die Lausitzer Rundschau hat diesen Namen kreiert und ich benutze den natürlich dann auch entsprechend. Wir müssen von diesem Image müssen wir weg. Und das können wir als Cottbus ändern, indem wir eine vernünftige Politik machen. Wir müssen eine Vernunftpolitik machen, faktenbasiert, wissenschaftsbasiert und nichts anderes. Und keine auf einer emotionalen Ebene. Das bringt uns einfach nicht weiter.